Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zur perfekten DLC-Kolonie, wo der arme Conny hier, glaube ich, gerade sehr, sehr, sehr leiden muss, nachdem er schon in der letzten Folge bewusstlos geworden ist, muss er sich hier jetzt wieder quälen, hat geplatzte Trommelfelle, Sonnenbrand und ist hungrig. Oh mein Gott. Das sind aber... Aber essen darf er, also ist nicht so... dass ihm das jetzt verboten wurde. Da wollte ich hin. So, die Lava jetzt hier. Nee, sie fließt tatsächlich nicht weiter nach unten. Das hier würde ich wahrscheinlich erstmal stoppen. Wir müssen da jetzt nicht durch die Lava laufen, wo es nicht unbedingt sein muss. Stell dich ruhig dahin zum Bauen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen angenehmer. Ja, das ist halt wirklich blöd. Das ist immer noch zu viel, um... Oh, nee, doch nicht. Es ist nicht zu viel, um es aufzuwischen. Aber das... So, und jetzt wiederum... Können wir die beiden zerlegen und dann können wir schon mal hier ein bisschen weiter durch und können uns nach hier her arbeiten. Dann wird es auch alles ein bisschen leichter. Das sollte ja so halten. Graben wir uns da mal ein bisschen nach unten. So, hier haben wir eine Pionier-Landefähre, die würde ich jetzt mal eben zerlegen. Beziehungsweise gleich. Guck mal, wir haben es gleich. Ja gut, jetzt ist auch hier die Temperatur raus, aber das, ich bin von dem System begeistert. Geniale Idee. Wird uns helfen, Strom zu erzeugen mit dem, was aus der Rakete sowieso rauskommt. Also etwas, das wir sonst verschenken würden. So, was können wir hier noch machen? Wischen wir da mal ein Teil auf, gucken, was das zur Folge hat. Ob wir da dann alles aufwischen oder nicht, ist mir ganz ehrlich gesagt gerade fast egal. Wir kriegen hier keine, also so rein von der Menge her, nichts aufgebaut an Nahrung. Ne? Also wir produzieren nicht so viele, dass es reicht, dass niemand verhungert. Was ich zugegeben fast erstaunlich finde. Ah, was man natürlich mal machen könnte. Ja, Moment, das sind wahrscheinlich die Pips von hier, die ich da habe reinbringen lassen. Nee, sind es nicht. Aber sind das hier alles zahme Pips oder? Das sind alles wilde. Aber die sind in einem zu engen Raum. Dann würde ich die mal hier rauslassen. Dass die mir hier nicht sterben, ne? Das wäre nicht so prickelnd. So, da kopieren wir noch die Einstellungen rein. Und... Jo. Ah ja, hier... sind jetzt die ersten von alleine geerntet worden. Ah, deswegen konnte auch gerade wieder ein bisschen Bärenmatsch produziert werden. Vielleicht ist es sogar schlau, jetzt, solange wir hier noch sowieso anderweitig arbeiten,
mache ich hier die Erntebefehle nochmal wieder drauf. Dann soll es halt ernten, wenn es da ist. Spart uns pro 18 Graupelweizenkörner 4 Zyklen ein. Das kommt durchaus wie gerufen. So, was sehen wir? Oh, wir sehen hier sogar Wasser. Interessant. Sauerstoff. Das ist hier mal was Spektakuläres. Eigentlich wäre es doch nur schlau, wenn ich hier auch das ganze Obsidian mitnehme, wenn wir das, was ich hier jetzt einbaue, voll haben mit Niob. Wenn wir in Niob alles drin haben, alles reingepackt haben, was wir hier finden. Voraussehen, es ist nicht so viel. Dann können wir den Rest mit Obsidian füllen, weil Obsidian ist auch durchaus immer eine knappe Ressource, finde ich. So, hier wählen wir jetzt aus. Quatsch. Seltene Ressource ist das, glaube ich, ja. So rennen die Pips denn jetzt hier alle rum? Was wollen die hier? Hier, das müsste ich doch schon sehen können, oder? Niob-Vulkan, oh. Na, den will ich vielleicht auch noch befreien, mal gucken. Ne, das mache ich erst, wenn der... Obwohl doch das... Also da könnten wir es schon, weil die Leitern ober- und unterhalb gebaut sind. Das geht erst, wenn ich auch da alles ausgegraben habe. Okay, hier kommt also die Hitze durch. Das heißt, das wird sich zwangsläufig hier alles aufheizen. Da ist noch ein spannender Sockel. Ein spannendes Artefakt auf einem Sockel, so rum. Den, da würde ich mir auch gerne anschauen noch. Wenn ich ehrlich sein soll, spricht da auch jetzt nichts dagegen. Und
uns noch hier runter zu graben. Dann können wir das Ding noch öffnen. Und dann nehmen wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr von dem, was hier passiert. Sauerstoff und so weiter hat er sowieso noch alles. Hier ist diese Folge gar nichts passiert. Interessant, ne? Das, wir haben ja immer noch 175 Grad, aber wir haben hier schon so viel abgekühlt, dass sogar hier unten aus der Magma schon Magmatit wird. Also ich finde es interessant. Warum ist das Rohr blockiert? Ach so, weil von hier verschmutztes Wasser kommt, aber wir werden es nicht mehr los. Wir haben kein Filtermaterial hier mehr. Oh. Das finde ich ja mal mindestens spannend. Das dürfte erstmal wieder ein bisschen helfen. So. Wenn wir dann schon hier sind, können wir das auch alles direkt mit ausgraben. Achso, Julian ist ja hier. Ah, jetzt habe ich ihm den Schutzanzug angelassen. Er hat schon wieder 102 Datenbanken. Okay, das reicht dann für das, was da passieren soll. Dann bitte nochmal landen. Ich dürfte hier auch nochmal für ein bisschen mehr Temperatur sorgen. Ja. Verstehe ich nicht, warum das passieren kann. Gut, müssen wir hier mal ein Teil eben entleeren. Das dürfte schlau wäre jetzt natürlich, wenn ich. Oh Moment, das geht sogar. Dann ist eigentlich auch egal, ob ich das Petroleum rausnehme oder nicht. Fließt es wieder. Datenbanken sind alle raus. Plastik ist noch genug da. Weiter geht's, oder? So, jetzt haben wir hier Dampf. Also das Ganze müssen wir dann jetzt natürlich auch noch für die restlichen Startpunkte bauen. Und was werden wir machen? Aber das Spannendste für mich ist eigentlich gerade hier mit dem Niob. Also Conny, wieso gibt es hier kein Sauerstoff. Ach, ich habe das Ding hier auch vom Strom gelöst. Ja, das ist natürlich nicht so klug gewesen. Das habe ich im Eifer des Gefechts vergessen, dass die Gasausgangsarmatur natürlich an den Strom muss. Ich hoffe sehr. Wir haben hier Stahl in der Rakete, aber da sieht es mir gerade gar nicht nach aus. Aber was wir hier haben, ist Wolframit. Aber aus Wolframit geht's nicht.
würde ich jetzt einmal sagen, wir koppeln den Anzug ab. Ziehen den hier an. Schalten das Teil aus. Oder schalten es wieder an. Ist egal. Weil wir haben jetzt wahrscheinlich Stahl geholt und können den Anzug benutzen, weil da noch Sauerstoff drin ist. Können wir doch nicht. Oh, es sind sogar in beiden Anzügen noch Sauerstoff drin. Na komm, dann hol den Rest auch noch, dass du das bauen kannst. Okay, und ab jetzt funktioniert das Ganze auch. Vielleicht sollte ich euren Vorschlag doch mal aufnehmen, hier oben alles wegräumen zu lassen. Dass das eben nicht mehr in Zukunft passiert. Ich mache es erstmal manuell. Vielleicht müssen wir das später doch nochmal automatisieren. Forschung abgeschlossen. So, ab jetzt sollten wir in der Lage sein, hier das... Habe ich das nicht? Oh. Ich hatte das doch nach oben geschoben, oder hatte ich das etwa nicht? So viel dazu. Immerhin haben wir dann jetzt den Bohrkegel freigeschaltet. Ich war echt der Meinung, ich hätte das in der letzten Folge gemacht, aber das war dann wohl nichts. So, da ist noch nichts gebracht worden, weil hier noch fleißig gegraben wird. Na gut. Haben wir das Ding hier jetzt ausgebuddelt? Ja. Analysieren kannst du das eh nicht, oder? Nein. Grad. Da wird sogar Obsidian schmelzen. Eieiei. Das ist schon enorm. Okay, hier unten ist dann auch schon die Grenze. Die Hitze kommt von hier durch nach unten. Okay, dann werden wir das hier auch nicht wirklich aufhalten können. Dann müssen wir es hier isolieren, aber wozu? Bringt uns ja auch nichts. So, das hier können wir einmal reinkopieren. Dann haben wir jetzt hier den Flüssigkeitspegel deutlich gesenkt. Das will ich noch einmal so machen. Das geht so, dann können wir nämlich den Teil hier oben auch abreißen und die dritte Ebene hier drunter bauen. Und dann... Dann können wir hier nämlich auch, ich denke, das werde ich wieder außerhalb der Aufnahme machen, den Teil umbauen, dass wir dann die Pinscher-Pfeffernüsse hier züchten. Ne, die Frage war, glaube ich, schon in den Kommentaren direkt auch beantwortet worden, warum ich die nicht hier drunter mache oder so. Das hat mit dem Pflanzverhalten der Pips zu tun. Das wäre nicht möglich gewesen.
perfekt. Das ging ja dann jetzt doch noch rucki zucki. Dann kann das weg. Dann machen wir einmal hiervon noch ein Snapshot. Und dann dürfen sie sich nochmal austoben, oder? Wie seht ihr das? Hier nutzen wir den Rest dann noch für die Dornbären. Das passt ja alles noch temperaturtechnisch. Hier einmal den Rest aufwischen. Und wenn hier alles aufgewischt ist, außer das Salzwasser in den unteren Blöcken, die drei großen Mengen, was hier jeden Augenblick der Fall ist, dann können wir nämlich hier nochmal drei Ziegel reinbauen, dann kann das Wasser hier nochmal hinfließen. Okay, jetzt wird hier gerade Niob eingesammelt. Wie viel haben wir schon? Oh, 1,2 Tonnen. Das ist schon reichlich. Also die insgesamten Kalorien hier gehen runter, ne? Ich habe noch Glück, dass hier und da mal ein bisschen was anderes gibt. Ja, das bringe ich nicht übers Herz. Vielleicht muss ich, wenn ich das hier außerhalb der Aufnahme baue, mal die Tiere in dem Raum zählen oder so. Ich würde euch dann verraten, wie viele da drin sind. So, Julian ist hier im Einsatz. Jetzt brauchen wir tatsächlich 200. Ah. 230. Legen wir den Anzug mal ab. Es ist so ärgerlich, dass ich da... Ich bin mir sicher, dass ich das andere Triebwerk ausgewählt hatte. Was man jetzt hier theoretisch mal machen könnte, aber ich glaube nicht, dass das einen negativen Effekt hat, dass das Rohöl hier mit drin ist. Das jetzt aufwischen, ne, wo hier eh Dampf ist. Aber ich denke, das lasse ich mal so. Was man machen könnte, wäre da ein Ziegel hinbauen, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, dass mit den paar Gramm Rohöl hier nichts passiert. Auch wenn ich mir da so oder so recht sicher bin. Aber dadurch würde ich noch mal ein bisschen sicherer werden. Eine weitere Dampfturbine bringt, oder ist da glaube ich noch nicht notwendig, oder? Nein. Theoretisch kann man ja... den Teil hier jeweils... mittig drunter sitzen. Ja, obwohl, den brauchen wir eigentlich nicht. Wir können das auch direkt so machen. Und eigentlich
Ups. So, und wenn man dann nämlich nachher geht und die Leitern hier zwischensetzt, da kann man nach rechts und links die alle so weit, also das, was hier jetzt ist, schon mal bauen. Wobei nicht ganz. Wir brauchen hier noch ein paar Aluminiumziegel. Aber jetzt, okay, da können wir jetzt rein. Ich mache das mal vorsichtshalber noch mal mehr. Ich glaube, das ist noch nicht erledigt worden. Gibt es hier noch mehr Niob? Ne, ich glaube, das ist alles, ne? An dem Moment, hier ist noch ein bisschen was. Und dann würde ich den Rest mit Obsidian freipacken lassen. Vollpacken. Und alles andere lassen wir erstmal hier. Und hier bin ich mal gespannt, was da so passiert mit der Zeit. Wir haben irgendeinen Kolonieerfolg errungen. Moralische Höchstleistung. Alle Duplikanten in einer Rakete müssen 10 Zyklen hintereinander mit einer Moral von 25 oder mehr im Weltraum überstehen. Ja, das hat, glaube ich, Julian gerade für uns erledigt. So, wer verhungert hier? Okay, wir haben auch jetzt gerade wirklich gar nichts zu essen, was die dürfen. Also wir müssten jetzt anfangen, Bärenmatsch zu erlauben, ne? Und das wird's nicht gehen. Also genau das, was ich eigentlich vermeiden wollte. Haben wir denn ein bisschen Graupelweizen können? Ja, dann kann ich vorübergehend auch ein paar Frostbrötchen mitmachen. Ja. Aber ich muss schon sagen, ich finde das schon erstaunlich, dass wir immer noch diese Nahrungsprobleme hier haben. Oh. Wir haben tatsächlich auch Leckermäuse hier. mit denen könnten wir uns auch noch mal beschäftigen. Jetzt ist es Kato, der gerade verhungert. Noch auf. So, die Tür ist geöffnet. Dann können wir nämlich jetzt auch da das Artefakt noch drauf packen. Das wird das mitnehmen. Da ist es. Das geht von der Seite nicht. Das müsste ich dann von der Seite aus machen. Dann können wir nämlich die Datenbanken auch noch mal eben mitnehmen, ne? Aufräumen ist eine gute Einstellung. Dann lassen wir die. Es sind, glaube ich, nur 3 Stück, aber egal. Nehmen wir mit, was wir kriegen können. Und das Ding hier wird dann der Rest mit Obsidian gefüllt.
Können wir hier noch was beschleunigen oder ist das... Theoretisch würde es ja am meisten helfen, wenn wir erst den Boden komplett fertig bauen. Dann könnten nämlich mehr gleichzeitig am Rest bauen. Wir haben hier immer noch Mehlhalse. Muss man das hier gerade mal eben mit unserer Flüssigkeit anschauen. Okay, die wird jetzt von da genommen. Für die Geschichte hier. Gut, da ist reichlich Wasser mittlerweile drin. Als Reserve für unser Sauerstoff-Backup. Mit dem könnten wir aber auch die Dornbeeren dann später nochmal wachsen lassen. Warum wird denn hier nichts mehr gepumpt? Ach, weil ich die mal umgestellt habe, um da den letzten Tropfen rauszusaugen. Okay, dann können wir nämlich hier gleich wieder ein bisschen mehr verschmutztes Wasser hier sparen. So, das Ding ist voll. Ich wette, da sind die Datenbanken drin. Dann spricht hier eigentlich nichts mehr dagegen, dass wir Conny auf den Rückweg schicken. Ich schaue trotzdem noch mal kurz. Die Magma könnten wir mitnehmen, ja. Mal die Tür aufmachen, das ist eigentlich egal. Die Hexalentfrüchte. Oh. Ja, was anderes Spannendes sehe ich hier nicht. Wir hätten noch das Stahl wieder auch mitnehmen können, aber... Ach. Auf geht's. Wenn die Meldung so lange da bleibt, ne, das finde ich immer mindestens grenzwertig. Was passiert eigentlich mit dem Fleisch hier? Das wird da reingepackt, richtig? Fällt dann da runter. Das können wir ja auch, das können wir auch besser. Bitte damit anschließen. Dieser Raum hier müsste eigentlich schon für ein bisschen was an Fleisch immer sorgen, ne? Ach so. Das wäre jetzt blöd gelaufen, wenn die Rakete ohne Conny weggeflogen wäre. Jetzt schalten wir das Ding hier einmal aus. Dann würde ich dir einfach den hier schon mal anziehen, damit dir nicht das gleiche nochmal passiert wie gerade. Die können wir da fallen lassen. Ja, Niob und Co., das kommt dann, wenn du zurück bist. Julian hat hier inzwischen 107
Datenbanken, da will ich mal noch mal schnell eine Landung nehmen. Aber er hat schon wieder, da ist sein Schutzanzug. Den bitte anziehen. Hier müssen wir mal gucken, wie wir das verbinden. Ich würde wahrscheinlich das Rohöl hier durch alle Sachen durchlaufen lassen und dann hier. Ja, das ist das effizienteste. 3,3 Kilogramm Plastik sind noch da. Noch die letzten Datenbanken raus. Und dann geht es auch direkt wieder los für Julia. Na, was ist jetzt hier? Mit dem Rest? Ja, ein paar Punkte haben wir ja schon. Oh, wieso ist hier kein Strom? Ach so, weil wir gerade ein volles Teilchen im Blitzlager haben. Okay. Solche Sachen verunsichern mich durchaus kurz. Nehme ich die Packus. Oder nehme ich den Sand auf dem anderen an? Ich nehme, glaube ich, die Packus. Hätten auch alternativ hier den Sand nehmen können für... Wenn ich das jetzt so sehe, wäre es vielleicht doch die bessere Wahl gewesen, aber naja. Dann gibt es auch noch mal ein bisschen Sand, wenn wir das so machen. Okay, ich hoffe mal. Es sind immer noch Erdnüsse, jetzt ist mir auch egal. Ich möchte nämlich zum Ende kommen und. Moment. Nicht, dass ich. Okay. Ich habe gerade gedacht, da steht 1 von 1 Feldern Reichweite, aber es war 1 von 10. Dementsprechend alles gut. Nafta. Schmolzenes Plastik. Anzug ablegen und ich... Ich glaube, jetzt haben wir alles. Also theoretisch haben wir auf diesem Asteroiden alles, was wir von hier brauchen. Was wir später nochmal machen können, ist uns um den Job-Vulkan kümmern, wobei ich mich da in der letzten Kolonie schon drum gedrückt habe. Deswegen müssen wir, was heißt gedrückt, aber deshalb müssten wir das hier jetzt eigentlich machen. Ja, weil es gehört, glaube ich, zu diesem Let's Play auch dazu, solche Sachen dann auch zu machen. Folgen wird es eh noch ganz, ganz, ganz viele geben, glaube ich. Wir haben ja noch viele Aufgaben hier durchaus vor uns. Aber jetzt machen wir erstmal Ende für die heutige Folge. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein wenig unterhalten und würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst. Und dann sehen wir uns morgen. Tschüss.